Herzlich willkommen im zweiten Video zum Thema Verdampfen. Ich möchte euch jetzt gerne erklären, wie das Verdampfen wirkt und warum es wirksam ist im menschlichen Körper. Und ich habe mein Wissen aus einem Buch. Es ist das einzige Buch, was es zurzeit im Buchhandel darüber zu lesen gibt. Und es ist, glaube ich, aus dem Jahr 2016. Und ich glaube, es gibt noch eine andere Neuauflage, aber das ist auch schon eine Neuauflage. Also ich glaube, die Ursprungsfassung und das Datum dessen, bis wann daran geforscht wurde, das liegt schon ein ganzes Stück zurück. Und wenn man da reinschaut über die Autoren, da ist einer auch schon verstorben. Also es ist ein Thema, was aktuell nicht, zumindest offensichtlich nicht beforscht wird und worüber es ganz wenig Literatur gibt. Oder eben, sagen wir nur, dieses Buch, und im Internet findet ihr einiges von Menschen, die wie ich auch einfach ausprobieren und experimentieren und wiederum auch Wissen von anderen zugreifen. Und wenn du es ganz genau wissen willst, wie das im Körper wirkt und was die alles erforscht haben und ausprobiert haben, dann bestell dir am besten dieses Buch und lies das mal für dich nach. Ich mache jetzt hier eine Kurzversion, die setzt vielleicht nicht auf Vollständigkeit und ist auch nicht wissenschaftlich, aber du sollst eine Vorstellung davon bekommen, was der Unterschied ist, wenn du eine Pflanze verdampfst oder wenn du sie zum Beispiel als Tee trinkst oder als Pulverkapsel einnimmst. Und zwar ist der große Unterschied die Temperatur, bei der aus der Pflanze der Wirkstoff rausgelöst wird. Ich habe jetzt hier mal einen Salbei für euch, der ist ein bisschen klein gemacht schon. Deswegen könnt ihr jetzt die Pflanze nicht mehr erkennen, aber vielleicht wisst ihr, wie ein Salbei aussieht. Das ist der, den man hier in den Gärten noch am häufigsten antrifft. Und der Salbei hat drei Inhaltsstoffe. Die blende ich euch jetzt hier gleich mal ein. Und diese drei Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass wenn ihr sie inhaliert, dass sie im Körper bestimmte Prozesse anregen. Und jeder dieser Stoffe hat eine bestimmte Temperatur, bei der er aus dieser Pflanze herausgelöst wird. Und beim Salbei, wenn ihr euch informiert, werdet ihr herausfinden, der wird idealerweise so bei 190 bis 200 Grad verdampft. Dann lösen sich diese Stoffe und ihr findet oft bei den Pflanzen Spannbreiten. Da steht dann von 100 bis 150 Grad oder wie beim Salbei, das ist jetzt nur eine Spanne von 10 Grad, die ist eigentlich unbedeutend. Aber ihr findet da oft große Spannbreiten und das kann darauf hinweisen, dass die Wirkstoffe, die da drin sind, nicht alle sich bei der gleichen Temperatur lösen, sondern ihre Entfaltung bei unterschiedlichen Temperaturen wahrnehmen. Und deswegen ist es dann auch immer gut, eine Pflanze, von der man alle Wirkstoffe auch nutzen möchte, in dieser gesamten Spannbreite auch zu verdampfen. Und dann quasi sein Vaporizer, eben wenn man jetzt zwischen 100 und 150 Grad verdampft, mit 100 Grad beginnt und so nach und nach immer 5 Grad oder je nachdem, um was es geht, dann erhöht. Und dann lösen sich so nach und nach die verschiedenen Bestandteile in der Pflanze heraus und ich kann die inhalieren. So, das ist schon mal ein Unterschied, denn wenn ich jetzt meinen Tee koche und den mit 100 Grad Wasser aufkoche, dann löse ich heraus, was sich bei 100 Grad löst. So, und wenn ihr euch mal so eine Übersicht anschaut von Pflanzen, die man verdampfen kann, dann sind das nicht so viele, bei denen die Wirkstoffe wirklich bei 100 Grad gelöst werden. Das geht meistens erst sehr viel weiter oben los. Jetzt kann man natürlich ein Salbeiblatt auch essen, roh essen, wenn es quasi an der Pflanze gewachsen ist, und dann könnte sich der Wirkstoff natürlich auch herauslösen, vielleicht im Magen, vielleicht im Darm, vielleicht im Mund, je nachdem, und darüber in den Körper aufgenommen werden, weil er ja da ist. Hier bin ich jetzt nicht Fachmann genug, um dass ich euch sagen kann, ob das funktioniert, wenn der Magen jetzt nicht auf 180 Grad kocht, also meiner jedenfalls sehr selten. Vielleicht wird es auch durch die Verdauung ganz, ganz anders aufgenommen, gut möglich.
Aber bei vielen Menschen ist es so, dass sie Schwierigkeiten haben mit dem Verdauungsprozess und dass sie viel mehr ausscheiden, bevor überhaupt die guten Vitamine und Stoffe überhaupt in den Körper gelangen. Und man muss auch noch dazu sagen, bis etwas verdaut ist, etwas aufgenommen wird im Verdauungsprozess, da vergehen viele Stunden und manchmal sogar Tage. Das heißt, es ist sehr, sehr lange, bis diese Stoffe darüber im Körper ankommen. Beim Verdampfen passiert das sofort. Es geht direkt in die Schleimhäute, in die Lunge und wird sozusagen dadurch relativ schnell im Blut aufgenommen oder gelangt eben auch tatsächlich direkt an die Orte, wo es hin soll. Das heißt, ihr merkt das Resultat, ob es wirksam ist, je nachdem, um was es geht, relativ schnell. Bei Pflanzen, die zum Beispiel beruhigend wirken, habt ihr das Resultat meistens innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten merkt ihr, ob ein Wirkstoff für euch hilfreich ist oder nicht. Und natürlich ist das dann auch erstmal so das Erste, dass man diese erste Wirkung spürt, aber manches braucht natürlich Zeit, um auch Wirkung im Körper zu entfalten. Entzündungshemmende Stoffe zum Beispiel, natürlich beginnen die sofort zu arbeiten und trotzdem braucht es etwas Zeit, bis eine Entzündung abgebaut wird. Und dann kann man nicht erwarten, dass es nach 30 Minuten, dass dann die Halsschmerzen vorbei sind. Allerdings, der Muscatella-Salbei, der hier auch in diesem Buch beschrieben wird, den habe ich jetzt schon zweimal, als ich so das Gefühl hatte, mich überkommt jetzt eine Heiserkeit, ausprobiert. Und das war wirklich so, dass es am nächsten Morgen wie weggeblasen war und der, finde ich, wirkt bei mir zumindest sehr, sehr schnell. Ja, was ich aber noch sehr schön finde bei der Verwendung von Heilpflanzen und weswegen ich mir eigentlich wünsche, dass auch die ganze Welt davon weiß, dass das so einfach ist, dass wir uns ihre bedienen können, dass sie hier überall rumstehen, ist, dass sie kaum oder gar keine Nebenwirkungen haben. Wenn man etwas verwendet, was gegensätzlich ist, dann bringt das natürlich nichts. Ja, wenn ich jetzt Lavendel und Mate miteinander kombiniere, Lavendel wirkt beruhigend und Mate wirkt aufputschend, dann ist die Frage, wer hier siegt. Auch wenn ich das kurz nacheinander inhaliere, verdampfe, dann ja, könnt ihr euch selbst ausrechnen, wie das Ganze zueinander passt. Dann ist es auch so, wenn ihr zu viel von etwas verwendet, dann ist es in der Regel gefährlicher, wie wenn ihr zu wenig von etwas verwendet. Ich habe einmal spaßenshalber, nicht in diesem Vaporizer, in einem anderen, einen Tropfen ätherisches Öl verdampft. Ich sage euch, mir ist es sofort schlecht geworden. Denn dieses ätherische Öl ist so hoch konzentriert, deswegen heißt es ja auch so, und aus meiner Erfahrung mit dem Destillieren weiß ich ja, dass von einer ganzen Kolonne Lavendel nur ein paar Tropfen Öl am Ende rauskommen. Das heißt, das sind die gesamten Wirkstoffe drin. Und das ist zu scharf und viel zu stark, um von unserem Körper verarbeitet zu werden. Und der Körper wehrt sich dagegen. So, das habe ich umgehend gemerkt und sofort beiseite gelegt. Ging gar nicht anders. Und das würde ich euch auch immer beim Verdampfen empfehlen. Natürlich ist es gut, wenn ihr anfangt, die Dinge mal mit eurem Arzt besprecht, auch gerade in Bezug auf eure Krankheitsbilder, die ihr habt, und schaut, ob das stimmig ist oder ob es jetzt vielleicht auch irgendwie im Widerspruch zu Medikamenten steht, die ihr verwendet. Aber ansonsten tastet euch langsam ran, schaut, hört auf euren Körper, wie reagiert der, wenn ihr das Gefühl habt, euch wird es schlecht. Oder ihr bekommt Kopfschmerzen von etwas, dann fahrt die Dosierung runter oder brecht es auch eventuell ganz ab, probiert nochmal was anderes. Aber denkt auf keinen Fall, ihr müsst jetzt die Dosis erhöhen. Es klingt eigentlich logisch, aber das sollte man sozusagen ernst nehmen. Und es ist dann eben, wie gesagt, nicht immer ein Anzeichen dafür, dass man etwas gar nicht verträgt, sondern vielleicht war die Dosis zu hoch. So, und dann kann aber noch etwas dazu führen, dass euch am Anfang beim Verdampfen leicht schlecht wird. Ich bin keine Raucherin, ich bin es nicht gewohnt, regelmäßig an etwas zu ziehen.
Und gerade diese Vaporizer, die Handgeräte, da müsst ihr schon selbst auch dran ziehen, um den Dampf einzuatmen. Das ist bei den Desktop-Vaporizern nochmal ein bisschen anders. Die lassen die Luft auch durch. Das ist dann ganz leicht, die einzuatmen. Aber wenn ihr das nicht gewohnt seid, hin und wieder tief durchzuatmen, dann ist das am Anfang wirklich sehr ungewohnt. Und ich werde euch auch noch zeigen, wie man normalerweise inhaliert mit so einem Gerät. Ich möchte euch aber den Mut machen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann denkt nicht, ihr müsst hier wer weiß wie lange Atemzüge holen. Gebt euch dann auch mit kürzeren zufrieden, das ist total in Ordnung. Denn sonst kann es natürlich auch sein, dass es euch schlecht wird, weil ihr diesem Rhythmus von Atmen überhaupt nicht gewohnt seid. Also das muss man auch berücksichtigen, das liegt dann nicht immer unbedingt an der Pflanze an und für sich. Und dann kann es natürlich noch sein, dass ihr manche Pflanzen nicht gut vertragt in der Schwangerschaft oder wenn ihr Probleme mit dem Magen habt, dann sind natürlich alle Pflanzen, die viel starkes ätherisches Öl haben, wie zum Beispiel der Lavendel oder wie auch die Pfefferminze, dass euch das nicht so gut bekommt. Dann kann man schauen, was man stattdessen anderes verwenden kann. Da werde ich so gut es geht immer auch in den Videos darauf hinweisen. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass ihr individuell hinschaut, euch beraten lasst, solltet ihr etwas ausprobieren oder solltet ihr etwas nicht ausprobieren. Und wenn ihr es tut, dann bitte euch vorsichtig ranwagen. Ja, noch was zur Temperatureinstellung. Ihr solltet möglichst immer unten beginnen. Also mit der niedrigsten Temperatur starten. Jeder Vaporizer hat auch ein bisschen einen anderen Verdampfungsprozess. Das erkläre ich euch dann auch noch in einem anderen Video. Aber was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass das, was hier drin ist, das Pflanzenmaterial, dass das verbrennt. Denn etwas, was verbrennt, das ist definitiv nicht gesundheitsfördernd, das ist gesundheitsschädlich. Das heißt, es geht wirklich darum, die Stoffe rauszulösen und in der Regel entsteht dabei kein Rauch. Das einzige Mal, dass ich hier vielleicht eine Wolke sehe, ist, wenn ich im Winter bei Minusgraden draußen stehe und inhaliere, aber da brauche ich auch nicht inhalieren, da habe ich trotzdem die Wolke beim Ausatmen. Das heißt, wenn ihr hier Rauch rauskommen seht oder das Gefühl habt, das, was ihr hier verdampft, das schmeckt rauchig, dann ist das nicht gesund, dann war das zu hoch. Dann lasst es bitte, dann leert das aus und macht euch eine frische Mischung und fangt mit niedrigerer Temperatur an. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste, was ihr wissen solltet. Wenn ihr noch etwas wissen möchtet, was ich vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Oder, wie gesagt, besorgt euch dieses Buch und lest selbst mal nach, bildet euch selbst eine Meinung. Ich finde, das ist immer das Beste, was man tun kann.